Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und Alhamdulillah zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir spielen mit Nascht. Wir spielen immer noch an unserer Dschihad-Kampagne. Wir sind im Jahr 1522 schon weit fortgeschritten. In 3 Jahren werden wir den Irak unser eigenen nennen. Wir haben die arabische Halbinsel unter Kontrolle gebracht und gerade bauen wir an einer Landbrücke, die uns hier diesen Überseemodifikator endlich mal dann wegmacht. Ich muss noch einen Anspruch auf Ajuran fingieren, und zwar auf Hobbio. Das ist noch so ein weiteres Ziel, denn ich will mich jetzt hier so langsam auch hier ran vorarbeiten, damit ich dann irgendwann mal gegen Swahili weiterkämpfen kann, aber das müssen wir mal gucken. Die Timuriden haben momentan große, große Schwierigkeiten und du kriegst gleich auch große Schwierigkeiten, wenn du weiter so hier lang hoppelst. Also bitte lauf doch mal einfach außen rum. Genau, wir müssen denen helfen, sonst... ja, das wird gierig. Wir haben, einen neuen Kriegsgrund gegen die Mamelucken. Das ist schön. Ich sollte vielleicht doch nochmal irgendwas machen, gegen meine Rivalen, denn ich habe nur noch 51 Punkte Machtprojektion. Das ist ganz, 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 ganz wenig. Ich habe die Mamelucken nicht, erniedrigen können. Ich habe momentan auch nur noch Äthiopien als erniedrigten Rivalen hier mit auf der Rechnung. Das ist natürlich nicht genug. Und da müssen wir auf jeden Fall noch was tun. Du läufst direkt mal weiter. Warte mal, Hormozgan ist doch bestimmt... hat auf jeden Fall genug Versorgungslimit, sodass ich da beide Armeen drauf parken kann. Schneller, 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 schneller. Integriert den Irak in euren Stadt, das werden wir wahrscheinlich dann machen. Denn, naja, gut, 3 Jahre noch, aber 3 Jahre für eine Mission von mir aus. Ist okay, wir kriegen einen klitzekleinen Bonus aufs diplomatische Geschick in Herrgotts Namen. Warum nicht? So, dann fasse mir die mal gerade zusammen. Packen wir unseren besten miserablen Anführer da rein, den wir haben, denn die sind alle mies. Und greif sie an. Mach sie platt, mach sie fertig, mach sie alle. Wenn die Söldner zuerst vorstoßen. Genau, das sieht gut aus. Zuerst die Söldner und dann der Rest von unserer Marie. Wir könnten auch noch ein paar Söldner gebrauchen. 2 Stück vielleicht. Damit wir nicht ganz so viele eigene Truppen hier verschleißen. Okay. Dreh nochmal kurz um. Nee, ja, mach erstmal hier dein, mach erstmal hier dein Ding und dann, wenn wir schauen, dass sich die adligen Regimenter in Kawasim erheben. Ach, weißt du was? Wir können es uns ja leisten. Wir nehmen noch ein paar Söldner mit dazu. Hier, auf geht's. So, hier erlaubst du mal bitte den Anschluss. Und dann gibst du mir mal einen Tausender hier. Dann gibst du mir noch einen Tausender hier. Und dann arbeiten wir uns mal langsam vor. Ja, genau. Die, ja, es ist schön, dass die direkt nach Afghanistan weitergelaufen sind. Das finde ich gut. Und kommt hier noch einer? Nein, es kommt keiner. Gut, dann holen wir jetzt mal die 6 adligen Regimenter. Ich hätte hier noch einen General reinparken können. Aber Muhammad Madani war genauso erfolglos wie unsere Generäle. So, den Burschen entsorgen wir. Der kommt in den Locus. Ah doch, da war ein General drin. Na also.
Hier, bitte den Anschluss erlauben. Ich will, dass die Timuriden da mitmachen. Die sollen sich mal nicht so anstellen. 18. März. 7. März. Okay. Das klingt gut. Denn die greifen jetzt hier mit dem fiesen Geländemalus an. Und haben sie noch eine Überquerung dabei? Das wäre jetzt so geil, das wäre theoretisch minus 3. Gibt es das überhaupt? In jedem Falle brauche ich hier nur 6 Einheiten zum Belagern. Das sollten wir wieder machen. Und keine Ahnung, nimm noch das Hotte Hüb-Pferd mit. Schick mir die da runter. Okay, die KI will mich nicht unterstützen. Wenn ich ihr den Allerwertesten rette. Schade. So, der nächste Anspruch ist fingiert. Ich habe Ansprüche auf alle 3. Oh, die Verstärkung 6,75. Das ist ein teurer Spaß. Ja, die Revolten sind doch in relativ weite Ferne wieder gerückt. Das ist sehr schön. Ich hoffe, ich kriege jetzt gleich meine Cores. Okay, die Timuriden werden da aushelfen. Unsere Armee wird angegriffen, aber er kriegt wieder einen krassen Malus. La 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 la. Da waren es nur noch 4. Aber bevor ich da jetzt hier mein ganzes Geld reinsenke. Der hat sich um... Nee, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Boah, was für ein Sack. Boah, das ist asozial. Tja, zeig mal wieder, wie wichtig das ist, dass man hier nur mit Söldnern unterwegs ist, ne? Lazy Diplomat, was sollst du machen? Du kannst theoretisch einen Anspruch auf die Mamelucken fingieren. Dumiat ist gut. Was sagt mein Koring? Läuft. Wir haben es gleich. Zack, nächste Kampfprovinz ist da. Ach, und die war sogar noch sunnitisch? Yeah, geil, okay. Nur Tigray muss ich konvertieren. Gut. Achso, deswegen dauert das wahrscheinlich auch ein bisschen länger, weil das eine andere Religion ist. Dann auf geht's. Einmal hier. Und einmal hier. Es kann auch sein, dass ich mich da vorhin irgendwie verguckt habe. Und dass die KI eine andere Route gelaufen ist und ich irgendwie da dummerweise voll ihm vor die Flinte lief, aber ich... Ich kann es mir jetzt auch nicht mehr gerade genau vorstellen. Okay, ich kann BAM nicht mehr. Ja, ich habe keinen Kriegsgrund mehr gegen die Timuriden, das macht nichts.
Ich stelle mal noch die Kanönchen dazu. Und komm nach Katar zurück. Unser Truppenlimit hat sich etwas erhöht. Stopp. Movement Block, zu schnell. 7. Januar, 13. Januar, tschüss Taco. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Nochmal 20 Kröten gesenkt. Ja gut, da musst du durchnehmen. Machen wir noch zwei Söldis. So dumm, wie ich mich hier anstelle. Aber ich habe die Geschwindigkeit auch viel zu hoch gedreht. Da übersehe ich so Sachen immer ganz gerne. Schneller. Okay, Terra ist frei. Gut. Ab hier rüber. Wann bist du da? Am 23. Mai. Und wann bin ich in Isfahan? Am 26. Mai. Ich kann nicht mehr umkehren. Das heißt, ich werde ihn da jetzt angreifen und die brutalsten Mali in der Geschichte bekommen. Super. Hervorragend. Da war aber auch keine Zeit mehr, um da irgendwie zurückzurudern, oder? Ich würde ja fast vermuten, dass die... die Revolte wird hier ausgebrochen sein. Dann kommst du an. 30. 7 Tage halte ich das Ding da nicht mehr aus. Komm hier. Du hast die flinksten Hufe. Schade. Oh, echt? Ich hätte beinahe ein Regiment Kanonen verloren. Eieieiei. Hey, Moment. Halt, nein. Oh nein, ich weiß wieder was. Ist wieder die gleiche Scheiße passiert. Ich habe die Einheiten zusammengezogen. Einheitenanschluss erlauben. Ist rausgegangen für eine Sekunde. Er läuft wieder zurück zur Hauptstadt. Oh. Das macht mich so traurig. Gib ihm aber bitte noch hier einen ordentlichen General mit. Wobei ordentlich ist bei unseren Generälen wirklich so eine Ansichtssache. Also die können halt alle nix. Oh, wir könnten 300 Dukat nehmen, aber ich mache die Langzeitinvestitionen. Ich will einfach nur die Diplomacht haben, damit ich hier genug Raum habe für meine... Ja, machen wir die Söldner bitte da raus. So, die kosten mich so viel jetzt im Unterhalt gerade, dass ich die dann nochmal zusammenfüge. Das war ein teurer Spaß, hier den Timuriden wieder zu helfen. Also so krass, du gibst ihnen den Kern zurück und sofort erstmal zack, bam, 20 Revoltenrisiko. Es ist brutal. Es ist echt brutal. Wann wirst denn du... Ah, du bist eine Kernprovinz geworden. Und ich kann ihn nicht konvertieren, weil der religiöse Eifer hat, oder was?
Der hat das Ding vorher konvertiert. Mann. Und wann kann ich dich konvertieren? Zweiundvierzig. Boah, ist das scheiße, ey. Da hat er das tatsächlich noch geschafft, diese Gammelprovinz da koptisch zu machen. Oh. Und du bist natürlich immer noch alles Übersee. Klar, natürlich, weil ich habe noch nicht mal eine Landbrücke da, ne? Guck mal, siehst du ja hier, ne? Die geht ja hier überhaupt nicht lang. Ne, 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 ne. Das sind alles Überseeprovinzen. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Alles ist gekort. Okay, gut, da ist viel Autonomie drauf. Aber alles ist gekort. Ich habe meine Sachen da. Naja, Hauptsache, ich habe meine Landbrücke. Das ist ja schon mal wichtig. Aber es kann nicht sein, dass das Überseeprovinzen sind. Okay, wir haben die Nationalisten da in die Flucht geschlagen. Das heißt, es kann Afghanistan die auch noch platt machen. Ich muss Jakant den Krieg erklären, fürchte ich. Die sind verbündet mit Kasan, Belutschistan, Jaunpur und Multan. Die haben zu viele Bündnisse. Aber ich kann sie beleidigen. Hey. Ich muss auch noch ein Embargo gegen sie verhängen. Sechsundzwanzigtausend. Ich habe wieder weniger Rekrutenlimit als vorhin. Ich glaube, da zählten die eroberten Provinzen mit. Vielleicht gibt es das ja jetzt als. Vielleicht gibt es das, gibt's das ja jetzt als neuen Modifikator. Eine Landbrücke muss mindestens zwei Provinzen dick sein oder sowas. Oder der andere darf keine Cores mehr drauf haben. Was heißt das hier jetzt, Regionenkarte? Das ist erstmal, dass ich hier irgendwas drauf sehe, aber ich sehe irgendwas Komisches drauf, weil die habe ich ja gar nicht alle. Ja, genau, mein Ziel ist es, diese ganze Karte rot zu machen. Ja, also einfach nur, weil ich so unglaublich schlecht in der Technologie bin. Nur die Timuriden sind noch schlechter. Oh ja, und die Ming. 768. Die Oiraten. Sechs, sieben, sieben, die sind auch schlecht. Kartenmodus, akzeptierte Kulturen. Ich würde gerne nochmal so einen Übersee-Provinz-Kartenmodus sehen. Aber man sieht es ja eigentlich ganz deutlich auch an der Lokalautonomie, ne? Tja, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Aus irgendeinem Grund. Den ich kann es mir nicht erklären, warum das alles noch als. Also bis hierhin ist alles klar, dann ist alles gut. Und dann kommt der Sinai und auf einmal. Und da ist alles scheiße.
Warum ist das so? Hier, Rekrutenreserven 26, bam. Das ist halt, ja. Es wäre halt auch schon wichtig, dass ich in diesen Regionen dann zumindest mal ein paar Söldner rekrutieren kann. Wie komme ich davon weg? Ja, also ich muss mir das mal angucken. Ich glaube, das sehen wir im nächsten Part. Ich habe gerade keine Ahnung. Oh nein, unser Agent wurde schon wieder entdeckt. Ach komm, den Irak annektieren wir noch schnell. Und dann sind wir schlauer. Oder das sind noch 6%, das geht doch. Oder zählt dann auch als Übersee? Nee, natürlich nicht. Ich kann schon mal meine Truppen in Stellung bringen. Wie sieht das geldmäßig aus? Gut. Ich muss noch mal ein bisschen Rekrutenreserven schonen. Im Zweifelsfall kann man ja auch mal in so einer Friedenszeit, die bei mir bisher immer sehr, sehr kurz war, im Zweifelsfall kann man dann ja auch nochmal die Armeefinanzierung ein bisschen runtersetzen. Aber ich glaube, wir machen jetzt hier mit dem Jemen noch kurzen Prozess. Ja, ich denke doch. Serbien tritt Kosovo-Rangsaranis an Osmanisches Reich ab. Boah. Die Osmanen sind so gigantisch. Die sind so riesig. Krass, die fressen sich hier wirklich so mega rein. Fies, fies, fies. Ich muss eh warten, bis ich einen Diplomaten zurückbekomme. 0,6... 7 Monate, oder was? Dann hätte es ja länger gedauert als ursprünglich angekündigt. Naja, okay. Also teilweise geht's schneller, mal geht's langsamer. Komm, dann warten wir noch, bis wir Persien annektiert haben. Dann kommen natürlich nochmal ein paar Truppen dazu, die auch wieder bezahlt werden wollen. Ja, jetzt langsam geht die Machtprojektion mir so ein bisschen aus. Ich kann jetzt nicht immer so einen Riesenkrieg los... Ah, warte mal, Karakullo ist doch noch ein Rivale von mir, ne? Da muss ich dann natürlich... Ja klar, Karakullo ist noch ein Rivale. Das sollten wir dann noch angehen, dass wir dann Karakullo noch angreifen und die dann nochmal demütigen. Das ist ja was, was lange weggefallen war. Da muss ich dann einen Anspruch fingieren. So, hier, da muss ich dann gleich, ja, okay. Dann weiß ich jetzt auch gar nicht, ob das Sinn hat, Ajuran hier unten Provinzen abzunehmen. 1, 2 und dann Mogadischu noch zu erobern. Weil ich habe ja dann keine Landbrücke. Oder? Ich weiß es nicht. Na komm. Khorasan tritt Kopyadak an. Wow. Tabaristan. Alter Schwede. Die werden ganz schön mächtig. Ja, hier unten sieht man, wer hier alles durcheinander bringt. Das sind die Osmanen und wir.
Und wer bringt hier oben alles durcheinander? Eigentlich England am ehesten noch, oder? Pommern ist groß geworden. Schweden frisst Norwegen, habe ich aber schon mal gesehen. Warte mal, der Kirchenstaat. Oha, oha. Auch interessant. So, jetzt komm hier. Gimme, gimme, gimme. Oh nein, echt jetzt noch? Einen Monat müssen wir noch warten. Oh. So. Integrierung von Irak. Minus 3 diplomatisches Geschick. Aber dafür. Leute. Unser Schriftzug hat sich kein Stück verändert. Aber wir besitzen jetzt den schiitisch geprägten Irak. Wir haben unsere Mission erfüllt. Nächste Runde. Aus irgendeinem Grund. Motte die mal bitte alle ganz schnell wieder ein. Und wie viel Geld machen wir denn jetzt dadurch? Nicht mehr, sondern eher weniger. Wir machen weniger Geld. Ja, wir machen weniger Geld, weil wir die Truppen jetzt unterhalten müssen. Und weil wir halt überall Autonomie haben, ne? 3, irgendetwas. Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas dran rumschrauben. Weiß ich nicht. Aber uns geht's recht gut. Auf jeden Fall. Und wir brauchen definitiv noch ein paar mehr Söldner wahrscheinlich im nächsten Krieg. Wir haben ja ganz gute Finanzreserven. Also vielleicht nochmal ein, zwei Söldner hier reinpacken. Ich habe da eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ne? Die Kavallerie und die Kanonen, die hat man dann selbst als Truppen. Und die anderen, das machen dann halt eben die Söldner. Das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. So, dann heißt das, wir haben eine freie diplomatische Beziehung. Wir haben nämlich nur zwei wirkliche, wir haben nur eine. Zwei. Also die Timuriden sind unser Vasall und die Osmanen sind unser Bündnispartner. Wir können uns noch nach einem weiteren Bündnispartner umschauen. Im Idealfall jemand, der dich scheiße findet. Und das wären dann zum Beispiel Afghanistan, Bukhara. Müssen wir mal gucken, wer davon am mächtigsten ist. Oder die Euraten. Aber die Euraten werden sich für mich nicht so interessieren, fürchte ich. Wir gucken mal. Die Ming gibt es übrigens ja noch. Das ist ja ein Ding. Yeren hat Kotschin gefressen. Hm. Vielleicht auch schon mal jemanden überlegen, der die Bachmanis scheiße finden könnte. Das wird eine interessante Sache. Also Leute, ich bin gespannt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sag, macht's gut bis dahin. Allahu Akbar. Tschüss.